Ja, es tut mir doch leid. Habe ich irgendwie eine Flasche? Irgendwie. Ah, warte mal, hier habe ich doch was. Oh. Das nehme ich aber ja. Warum habe ich das gemacht? Mann, das Blöde ist, ich kann das nicht rückgängig machen. Ich kann es halt nicht ausmachen. Scheiße. Ist das vielen jetzt mehr passiert, dass sie das gemacht haben? Bitte sagt ja. Bitte sagt verdammt nochmal ja. Oder euch vielleicht selber sogar. Da wird bestimmt keiner ja sagen. Oh Gott. Sagen wir mal so, sie lebt nicht wirklich. Das ein oder andere beruhigt, sie lebt nicht wirklich. Okay, ich muss den Chip reparieren. Ich muss auch gucken, ob ich das gleich bei der Catherine machen kann. Ist ja nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel. Es ist immer, man denkt, man muss das machen. Hab ich schon gesehen. Oh, Labor, natürlich. Das ist jetzt dann, das wird ja, das ist ja, es ist, oh Gott, ich will da gar nicht rein. Was haben wir hier? Was komisch ist, von der Stimme her hört sich Julia an, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, wie Catherine. Die hatten doch beide mal ein Gespräch. Julia und Catherine. Und da hat sich Catherine eher so, haha, das war jetzt aber gar nicht Catherine, also die andere oder wer auch immer da. Aber da hat sich Julia eher angehört, als wäre sie so eine. Versteht ihr, das ist. Ey, warum kann ich das nicht machen? Versteht ihr, das finde ich ein bisschen komisch. Das fand ich letztens schon komisch. Das war bei den Quartieren, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Nichts machen. Okay, warte. Ich riskiere mal wieder einen Blick. Okay, das ist definitiv. Ja. Ja, wir sind auf jeden Fall kein Mensch. Scheiße. Ja, jetzt habe ich mir eigentlich. Ja, ich hatte irgendwie doch noch die Hoffnung. Oh, kleiner. Kleinchen, Kleinchen. Das ist alles ganz schön. Was haben wir denn hier Schönes drin? Fisch oder Alien? Das ist eine Mischung aus beiden. Alien Isolation. Konserviert für die Ewigkeit. Und den Menschen soll ich helfen. Ja, Entschuldigung, das ist ein bisschen fies.
Nicht so geil. Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwas machen soll, ob ich irgendwas machen kann. Ich würde natürlich. Ja, wir könnten es halt kaputt machen hier. Und dann wären so. Bei Tod sind sie ja so oder so, denke ich mal. Hoffe ich mal. Ich werde mit dem Chip mal zurück zu Catherine gehen oder hier in diesen Hauptraum. Auf den Boden gucken. Obwohl, auf dem Boden, das ist blöd, weil auf dem Boden. Da unten ist ja auch noch was los. Scheiße. Okay. Lecker Tabletten. Okay. Oder ist das dieser Chip, den sie wollten? Das kann nicht sein. Okay, komm, renn mal. Catherine. We need to get you a new cortex chip, just like the ones you find inside robots, so we can store your brain. Go look for a robot cortex chip. Go look for a robot cortex chip. Ja, aber ich hab da, ich muss das reparieren, du blöde Kuh. Helf mir mal, mach das doch mal, ey. Ich drück hier auf den Knopf und dann bist du tot. Ich krieg das schon hin. Alles in Ordnung. Ich gehe einfach nochmal in diesen Raum, weil ich kann da bestimmt was in diesem Raum selber damit machen. Irgendwie. Vielleicht irgendwie austauschen? Ich habe wirklich keine Ahnung. Hilfe. Was ist hier mit? Nope. Ist mir ein bisschen zu krank hier gerade. Akku, Gel, Cortex-Chip. Gel hätten wir ja da vorne. Ja, ich würde es gerne warten. Ah, hier. Oh, Mann, Tati. Pan. Struktur-Gel, as a connector. Never seen something of that speed. Okay, was macht die Geräusche hier? Das ist echt scheiße. Hup. Das hat jetzt gerade so ganz doof geruckelt. Oh, mir ist warm, mir ist warm, mir ist warm. Mir ist so warm hier. Was ist hiermit? Warum kann ich das nicht nehmen? Verdammt. Das muss ja irgendwie einen Sinn haben hier. Ah, sehr geil. Okay. Dafür ist es nämlich gut. Und nicht für das, was ich getan habe. Ins Feuer! Ins Feuer! Ich muss mal ganz kurz einen Moment. Und du reparierst mir das jetzt. Aha. Super. Ist das jetzt dieser Cortex-Chip oder brauchst du jetzt hier für? Ich brauch's hier für, okay. Das ist das Gel. Wir haben das Gel. Hey, das könnte ich dir jetzt wieder mitnehmen. Was könnte ich dir mitnehmen? Hey! Das. Also komm. Das sah jetzt genauso aus. Das sah jetzt für mich so aus, als könnte ich das mitnehmen. Ey, das ist richtig dreckig gerade. Scheiße. Arschgeigen. Okay, das ist nur ein Vartex-Chip, kein Cortex-Chip. Ich brauche einen. Von einem Roboter einen Cortex-Chip. Und
und so ein Akkuteil. Muss dann Grund haben, wieso ich da ins Labor kann. Und eventuell sind noch andere Räume zugänglich jetzt. Ich hab so nass geschwitzt. Es liegt daran, dass es hier sehr warm ist. Ich muss das nochmal betonen. Ich weiß, ich versuch's doch. Ich muss ein Virus holen, aber wo soll ich denn ein Virus herkriegen? Oh. Structure gel without flattening the configuration? Jesus, that was a mouthful. You've been listening to Cameron, that's for sure. What do you want, Raleigh? Can you blame me for trying to figure this out? I've been having the dreams too, you know. I don't know what to believe. Oh, I know. Everything from the sudden signal amplification in black boxes to having a comatose Dr. Ross locked up in the glass jar. We've all been going a bit nuts. Tell me about it. Feels like my head's about to explode. Hypothetically speaking, could we stop the WoW from mutating? It doesn't work like that. Even if there was a site alpha? Hypothetically speaking, I guess we could try. Rally, are you recording this? Sorry. I just... So... Dieser Raum muss doch zu irgendwas gut sein. Man weiß jetzt wirklich nur die Aufzeichnung. Wie gesagt, ich habe gerade diesen heißen Tee getrunken. Und jetzt lispel ich auch ein bisschen dadurch. Ich meine, der hilft mir, glaube ich, oder sucht um Hilfe, aber der ist echt scheiße gruselig. Okay, jetzt sind wir oben und so viele Räume haben wir nicht. Gott sei Dank. Wow. Okay. Ja. Ich helfe dir. Was sind denn eure Köpfe? Was ist denn hier los? Gehört, das war einem irgendwie, dass es sich so angefühlt hat, als würde sein Kopf explodieren, aber ich glaube nicht, dass es damit was zu tun hat, oder? Es muss ja irgendwie viel gewesen sein, das auf Köpfe abwehrt, keine Ahnung. Okay, wir müssen das aufschießen. Captain Obvious. Ey, ah ne. Ich weiß, ihr seid überrascht, wie kommt die jetzt darauf, dass man das aufschließen muss? Ja, da kann ich euch nur sagen, das können wir anscheinend nicht aufschließen.
Oberbereich. Ah, da. Okay, das war ja einfach. Dining Hall. Oh, das ist so lecker hier. Jeder gerne essen. Kissiglas. Komm hier gar nichts anzufassen. Weder läuft gleich was. Ein zugestellter Bericht. Johann Ross was found dead on climber this morning. The ARC team went down a couple of days ago, but I see no reason to suspect them playing a part in his death. The climber can't be operated from the abyss, so there was a scheduled retrieval. The climber returned with only the lifeless body of Alpha member Johann Ross. No traces of the ARC team. Cameron Eames Lansky. All studying the body inside containment. I'll follow up with whatever they find. Delenda Est. Ich finde dieses Erforschen und so gerade hier halt, das ist, wenn wir diese Stellen haben, ist es so interessant und das, ich möchte alles erforschen, aber wir, es gibt ja immer diese Stellen, wo du halt verfolgt wirst, das mit dem Schiff und was halt super nervig ist, gerade wo es so dunkel war die ganze Zeit und ich weiß gerade nicht, was für eine Stelle das genau ist. Deswegen bin ich super angespannt. The WoW has been getting more aggressive, pushing all systems to their limits. Ironically, the dead Dr. Johann Ross would be the perfect person to ask why the WoW is making such a big buzz about his passing. After all, the WoW isn't supposed to want anything, and definitely not to mourn people. The system overload affects the staff considerably. Headaches, loss of sleep, unwarranted stress. And it seems to be getting worse. I could use some advice if you can get through. Delenda Est. Die WoW muss aus. Things are out of hand. The staff looks like they're about to explode. Every other person walks around with nosebleeds, and the rest keep wiping stains of blood from their eyes to keep them from overflowing. That's to do with the WoW trying to free Ross somehow, for sure. At this point, I wouldn't be surprised if the body just got up and left. Rally Herber, our dispatcher, has been snooping around asking questions she shouldn't. She says she's going down into the abyss to find Alpha. I can't bring myself to stop her. Hier muss ich aber Sorgen machen, okay. Ah, das waren die Aufzeichnungen, okay, Dokumente. Oh. Tau-Evakuierung. Und das ist super interessant, deswegen will ich das alles lesen. Am 13. September gab Vic Auclair der Besatz... Ich ignoriere die Seite des Bildschirms. Der Besatzung von Tau den Befehl zur Evakuierung nach oben zum Plateau. Zusammen mit dem Ingenieur Alan Waldeck ging ich in den Abgrund hinab, um bei der Evakuierung zu helfen. Protokollgemäß warteten wir 140 Minuten lang bei der Aufzugsplattform und unternahmen mehrere Versuche, Tau zu kontaktieren. Ich beschloss mich, den Standort zu nähern und sie abzufangen. Zu diesem Zeitpunkt fingen die Orientierungslichter zu flackern an. Kurz darauf war der gesamte Weg abgeschaltet. Ich glaube, da kommt nichts. Und Omega-Abschnitt von der Dunkelheit verschluckt. Mit meinem Flutlichtstrahler stieß ich weiter vor, bis ich über den Kurzstreckenfunk Schreie hörte. Fuck, ey, die Geräusche machen mich so, Entschuldigung, aber so fertig. Das setzte sich so fort, wobei das Signal immer wieder abbrach. Als ich mich eilig näherte, um Untersuchungen anzustellen, fand ich den zerfleischten Leichnam des Außendienstmitarbeiterin Espinosa. Etwas Großes hatte sie fast in zwei Teile gerissen.
Als ich die Wichtigkeit der Rettung Taus bzw. Ross abwog, hörte ich über das Funkgerät, wie Epsilons Kollegen abgeschlachtet wurden. Da ich keinerlei Möglichkeit zur Situationsverbesserung sah, eilte ich zurück zur Aufzugsplattform und überließ die Leute im Tau ihrem Schicksal. Mit etwas Glück hat es Ross zurück zu Tau geschafft und kann seine Arbeit in Alpha fortsetzen. Zur Vermeidung weiterer Störungen habe ich beschlossen, die Evakuierung als völlig gescheitert zu berichten. Ich hoffe, Theta dadurch vor weiteren Versuchen abzuschrecken. Die Managerin von Omikron, Claudia Eames, hat bereits angeordnet, dass die Aufzugsplattform vorerst bei Plateau zu bleiben hat. Mein Bericht über die wilden Tiere hat allen so viel Angst eingejagt, dass sogar Waldeck und Darby aufgehört haben, die Lumar-Sonden zu warnen. Gut, dass Golaski nicht am Standort ist, denn ich glaube nicht, dass er dem zugestimmt hätte. Die Einschränkungen fielen etwas strenger aus, als ich erwartet hatte, aber ich werde damit klarkommen, solange Ross in Ruhe alleine mit der Wau arbeiten kann. Julia Dahl, Johann Ross und Mark Sering. Wir werden mit dieser Person noch einen oder anderen Kontakt haben. Bilder! Sieht auch noch ganz normal aus. Okay. Hui. Was war das denn jetzt für eine Scheiße? Wow, die Kamerafahrt war doof. Habt ihr das gesehen? Das war jetzt voll gemein. Okay. Leute, wo sind denn eure Köpfe? Das ist echt voll blöd. Das gleiche essen nicht auch bei uns. Spinat, Reis, Currymix, Nudeln, Dried Beef. Mann, boah, das ist ja cool. Cool. Ich will sowas auch haben. Das spart voll viel Platz. So, ich glaube, Dining Room war wirklich nur für die Information, oder? Sei keine Pussy, Pan. Überleg mal, was du schon alles gespielt hast. Hab Eier in der Hose. Okay. Storage. Lass mich da rein. Was ist hier los? Ich mach diese roten Helme. Sag mal, wozu sind die Räume eigentlich gut, hä? Zum Verstecken wahrscheinlich. Ich hoffe, dass ich das hier nicht muss. Oh, er speichert. Warum? Speichert er? Kommt da was? Ha? Hallo? Jetzt was? Ich bin verängstigt und verwirrt. Was macht er mit seinen Fingern? Oh Gott. Du gehst nicht auf. Sehr schön. Du bist nämlich schon aus allen dreien. Leistungsfähiger, wiederaufladbarer Akku, den brauchen wir. Energy Pile von Heimatsu für, ja. Laden Sie die erschöpfte Energieeinheit in ein Heimatsu Wiederaufladegerät und ein anderes. Okay. Ja, geil, wenn da welche wären.
Vielleicht können wir ja hier welche nehmen. Oh, der nervt mich. Der macht mich zu verrückt. Was zur Hölle ist das denn da? Jetzt wird es natürlich wieder richtig geil. Ach, ist der Storage Room da? Zum Verstecken bestimmt. Wo kriegen wir irgendwo das Akku her? Aufpassen, überall liegen natürlich auf dem Boden Sachen. Da muss ich hin. Nein! Geschnüffelt. Ich sage nicht, dass das hier wieder Aufladestation ist. Wieder Aufladegerät oder ein. Ich gehe einmal gucken. Wenn, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wieder aufladen muss. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Ja, Charger. Eigentlich passt es ja. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht gehe ich erstmal so zu Catherine jetzt. Also hier kann ich auf jeden Fall nichts machen.